Liebe Zuschauenden, schön, dass ihr am Start seid. InCap-Zuschauer, ihr seid Weltklasse, ne? Wie ihr den Kanal supportet. Ganz viel Liebe, lasst immer unbedingt Bewertungen da und Kommentare da. Das würde mich immer riesig freuen. Wenn ihr bis hierher geschaut habt, schreibt mal bitte Birne124 in den Chat. Ich weiß nicht warum, aber schreibt es einfach, weil dann beweist es mir, dass ihr scheiße seid. Nee, Spaß. Dann seid ihr cool. Wir gucken uns jetzt das Video. TikTokerin bewirbt Lotto für Kinder an. Bin extrem gespannt. Wenn abonniert hat, dem dürfte der Name Adelina nicht unbekannt sein. Ich habe schon einige Videos über sie gedreht und da ging es unter anderem darum, dass sie die Zuschauer, die sie groß gemacht haben, die übrigens größtenteils Kinder sind, anlügen. Lügen ist eine Sache, aber Freunde, heute geht es um viel krassere Sachen. Denn heute reden wir über nicht aufgelöste Gewinnspiele. Wir reden darüber, wie versucht wurde, Spendengelder zu klauen und wie vor kleinen Kindern Glücksspiel beworben wird, was sehr gefährlich ist. Bevor Alter, wir aber das klingt jetzt schon wieder so verloren. Das klingt jetzt schon wieder so verloren. Und das klingt nach einer klassischen TikTok-Geschichte. Okay, da bin ich gespannt. Aber nichts, was ich auf YouTube noch nicht gesehen habe. Eins kommen, begrüße ich die Menschen, die mein Video direkt in der ersten Stunde schauen, weil die wissen, dass sie mich damit sehr, sehr supporten. Weil die erste Stunde die wichtigste ist, aber natürlich begrüße ich auch die anderen, die nicht konnten hier versagen. Nein, Spaß. Ja, nach 6 Stunden kommen, gib mir mal hier noch ein bisschen Zeit. Hey. Übrigens, wichtige Info, ab jetzt kommen meine Videos immer ab 16 Uhr. Liked für den Algorithmus und abonniert, denn ich mache nur D-Abos und das mach mich depressiv. Kommen wir aber nun zu Kapitel 1 und fangen wir mal an mit den nicht aufgelösten Gewinnspielen. Diese Dinge wurden noch nicht ganz bewiesen, aber ich wurde darauf aufmerksam, dass mir sehr viele Zuschauer geschrieben haben, ey, Adelina löst keine Gewinnspiele auf. Deswegen bleibt das erstmal ein Vorwurf, aber spätestens nach diesem Video muss sie ja zeigen, ey, ich habe die Story dann und dann gemacht und dann habe ich auch das Gewinnspiel dementsprechend aufgelöst. Ich würde eigentlich auch nicht darüber reden, aber es ist ja schon komisch, wenn dann ihre Zuschauer mir dann schreiben, weil sie wissen, ich bin der Exposing-König. Und der andere Grund, ich habe einen Fake-Account, womit ich andere Influencer stalke, wie sie zum Beispiel, weil ich warte mal auf Fehler, weil ich brauche Videoideen. Ja, aber da habe ich auch mitbekommen, dass sie einige Gewinnspiele gemacht hat und ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass sie irgendwann so ein Video gemacht hat oder gesagt hat, ey, heute hat sie und sie gewonnen und hier und da und der hat gewonnen. Und ihr müsst auch wissen, dass es nicht unüblich ist, dass irgendwelche TikToker oder Influencer die Gewinne behalten. Das wusste ich schon davor. Ja, also das ist nicht nur auf TikTok so. Also da gibt es auf Instagram auch so viele Beispiele. Es gibt auf YouTube Beispiele. Aber auf Instagram ist es natürlich ganz krass, weil da super viele Gewinnspiele stattfinden. Und ja gut, auf YouTube gibt es auch einige, die haben das auch schon gut hinbekommen. Ne, also, ob es jetzt ein Simon Desue war oder ein Leo Mascher, ein Apo Red, also mit Gewinnspielen. Einige hatten es da nicht so. Aber erst vor kurzem habe ich mit einem TikToker telefoniert, den ich das ein oder andere Mal schon auf meinem Kanal geflaggt habe. Er sagte zu mir, dass er es in seiner Anfangszeit auch das ein oder andere Mal gemacht hat. Dazu sagt er auch zu mir, dass bis auf ein paar Ausnahmen es jeder macht oder schon mal gemacht hat. Und er klang einfach so, als wäre das so voll was Normales. Ja, Bruder, guck mal, der hat auch so gemacht und Idee und das macht er immer und der behält die und verkauft die. Ey, ich merke gerade, ich rede viel zu schnell, Digga. Ich muss langsamer reden, weil ich muss auf 8 Minuten strecken. Ich muss gucken, wo ich bleibe, Mann. Jo, Freunde. Auf jeden Fall. Ne, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, was die gesamte Situation noch mal ein bisschen mehr sass macht. Angeblich, also es war eine sichere Quelle, aber ich werde jetzt nicht sagen, dass es stimmt. Aber angeblich hat der Partner von ihr zu der gleichen Zeit, wo sie irgendwie Gewinnspiele hatte, iPhones verkauft. Und wir kennen es ja. Bei Gewinnspielen sind safe immer iPhones dabei. So. Oh. Oh. Also passt auf. Pass auf. Ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz was. Bevor es jetzt losgeht. Meines Wissens nach, was ich bisher immer gesehen habe, wenn es um Verlosungen geht, darf es an nicht Verlosungen. Wenn es um es ist ja eine direkte Verlosung. Aber ich glaube, wenn es um Verlosungen geht, was du verlosen musst, du darfst es nicht verkaufen. Ich glaube, du darfst die Produkte, die für eine Verlosung angedacht sind, die darfst du nicht verkaufen. Es ist vertraglich festgehalten. Also so kenne ich das, dass es vertraglich festgehalten ist. Oder auch bei Product Placements. Wenn du jetzt ein Placement hast, keine Ahnung, für ein iPhone, stellst das vor und du sagst aber, du brauchst das nicht, dann darfst du das, glaube ich, nicht verkaufen. Also es kommt immer auf den Vertrag drauf an, aber ich hatte bisher noch keinen Vertrag, wo es um solche Placements ging oder so, wo nicht stand, ey, hier, du kannst das verkaufen oder sowas. Nee, du kannst es nicht verkaufen oder sowas. Du darfst es nicht verkaufen. Und eine Frage, Adelina. Hat dein Partner zufällig die iPhones verkauft, die deinen Zuschauern zustehen? Wie gesagt, auch wenn ich denke, dass du nicht ehrlich wärst, würde ich dich auch gerne selber fragen, aber du hast mich blockiert. Warum, Schmandelina?
Ich weiß warum. Damals hat mich jemand markiert unter ihr Video und meinte, ey, schieß mal gegen sie. Und hat sie mich einfach auf TikTok und Instagram blockiert, Digga, seit 2 Jahren oder so. Was soll das? Mann, hast du so sehr Angst oder was? Adelina, ich bitte dich ganz lieb darum, dass du beweist, dass du dieses Gewinnspiel hier aufgelöst hast. Und tu bitte nicht so, als hättest du dieses Video hier nicht gesehen gehabt, weil auch wenn das Video vielleicht am Anfang nicht viele sehen werden, ich weiß genau, wie du hinter meinem Rücken über mich redest und ich weiß auch, dass du alles siehst. Und wenn nicht, dann muss ich andere Menschen ermitteln lassen, weil das wäre dann Betrug. Und falls sich gerade welche fragen, warum gerade dieses Gewinnspiel. Oh, das klingt nach einem Video von mir. Ich rippe einfach das Video ab, mache ein Video dazu und vielleicht bekomme ich dazu noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und Alter, da wird ich einfach hops genommen auf YouTube. Nee, das macht man natürlich nicht. Sowas machen wir nicht. Ich hoffe, sein Video bekommt die Aufmerksamkeit und sie kann es auflösen und transparent zeigen, dass sie eine ehrliche Haut ist. Auf dieses Gewinnspiel wurde ich halt aufmerksam wegen anderen Zuschauern von ihr, die mir geschrieben haben. Und jetzt vor kurzem hat mir sogar einer nochmal alles gut zusammengefasst. Also, Adelina hatte so circa im Dezember eine Verlosung mit Ruby Hair und Hair Beauty La. Herr Butilaue. Bilou hochgeladen, wo man Tape in Extensions und eine Umstyling von denen gewinnen konnte. Ich habe auch teilgenommen. Sie hatte es auch ganze Zeit drin, bis sie. Boah, wisst ihr was, Freunde? Ich habe keinen Bock, das alles vorzulesen. Ich fasse einfach kurz die Nachricht zusammen, okay? Adelina machen Gewinnspiel mit Ruby Hair und Hair Bilou. Gewinnen konnte man Extensions und ein mieses Umstyling, Bruder. Die Zuschauerin, die mir geschrieben hat, sie hat auch teilgenommen, weil sie braucht ein mieses Umstyling, Bruder. Es war die ganze Zeit drin, dieses Gewinnspiel, bis sie wieder Beef mit ihren. Mit ihrem Freund hatte, der so alt war wie ihr Vater. Also für alle, die nicht verstehen, ihr Freund war irgendwie, ihr Ex-Freund war irgendwie 9 Jahre oder so älter. Oh mein Gott, was ist denn daran so schlimm? Lass sie doch. Junge, sie war 16 oder 17, Alter. Auf jeden Fall, während dem Beef mit ihrem Ex-Freund hat sie es wieder rausgenommen und dann irgendwann wieder reingemacht, aber es anscheinend nie aufgelöst. Ach ja, und der Beitrag wurde irgendwann gelöscht. Am Ende des Tages musst du beweisen, ob du deine Gewinnspiele aufgelöst hast oder nicht. Ich kann nur sagen, es spricht sehr viel gegen dich und mir schreiben des öfteren Leute wegen deinen Gewinnspielen. Dazu muss ich auch erwähnen, dass es nicht immer um dieses Gewinnspiel ging, sondern auch um andere. Und ich frage mich jetzt, großes Missverständnis oder große Betrügerin. Wie ich vorhin gesagt habe, es gibt ja wirklich Menschen, die halt diese Gewinne behalten und da habe ich mir mal so durch den Kopf gehen lassen. Du hast einmal die Chance, du bekommst sogar Geld dafür, dass du den Zuschauern was Gutes tust. Die Zuschauer, die dann größer. Denkt ihr, er sitzt. Boah, ey, warte mal. Vielleicht ist. Nee, Mamuti wird jetzt gerade nicht am Start sein. Sonst hätte er vielleicht noch eingeschrieben. Denkt ihr, er spricht das wirklich unter der Maske ein? Also denkt ihr, es ist wirklich eine Aufnahme? Er spricht gerade wirklich? Ich glaube es nicht, das sprichst du dir. Eigentlich sprichst du das doch so ein. Hallo, 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 ich bin der Kai-Uwe aus Münster, ne? Und dann setzt seine Maske auf und tust halt so, als würdest du reden. Aber das klingt wirklich so, als würde er unter der Maske so reden. Wisst ihr, was ich meine? Weil das hallt so ein bisschen. Vielleicht liegt es auch am Mikrofon. Kann natürlich auch sein. Aber das ist mir gerade so aufgefallen. Irgendwie so. Die größten, als keine Kinder sind, kommentieren dann den ganzen Tag. Aber vielleicht liegt es auch einfach nur am Mikrofon. Weil sie denken, dass ihre Gewinnchance steigt. Man sieht ja immer auch, dass es das immer so tausende Kommentare sind. Und das sind dann nicht tausende Menschen, sondern immer so ein paar hundert, die dann um ihr Leben kommentieren. Und ich sprich das wirklich, glaube ich, darunter. Ich kann ihm nur den Tipp geben, sprich das so ein, so, ne? Also so off-cam. Und dann film dich, als würdest du es halt jetzt gerade on-cam reden. Bist das ist ja auch völlig entspannt. Wirklich so gierig und behältst dieses Geld. Und da hast du noch diese Gewinne und verkaufst oder behältst oder machst keine Ahnung was damit. In dem Moment, wo ich nochmal realisiert habe, dass es Menschen gibt, die sowas machen, ist mir nochmal bewusst geworden, es gibt eigentlich so viele Influencer und wer von denen hat das schon mal gemacht und wir wissen es einfach nicht. Ich werde auf jeden Fall jetzt diesen Menschen auf den Fersen sein und Adelina, falls du jetzt fortest, das neue Gewinnspiel auch nicht aufzulösen, dann lös auf und beweis es mit den anderen Gewinnspielen, ansonsten mache ich den Bushido und verpetze dich bei der Polizei ganz einfach. Kommen wir zu Kapitel 2, wo es darum geht, das versucht wurde, Spendengelder zu klauen. Und ich sage euch ehrlich, eigentlich will ich mich darüber nur lustig machen, weil das. Also, ich meine, wir wissen beide, dass. Oder wir wissen alle, dass er nicht zur Polizei gehen würde wegen der Scheiße. Wirklich so lächerlich und cringe war, Digga. Adelina hat versucht, wie auch andere Skandal-TikToker, ihren Ruf reinzuwaschen. Und sie dachte sich, boah, wie kann ich dies am besten tun? Und dann kam sie auf eine weltbewegende Idee. Leute, ich kriege immer voll. Oh, ich habe mich noch gar nicht abgeschminkt. Leute, ich kriege immer voll viele Nachrichten von euch. So zum Beispiel, ja, mein Handy ist kaputt gegangen. Oder. No hate. No hate. Real Talk nicht.
Aber das muss doch. Also meine Augen würden zusammenfallen, wenn ich solche Wimpern drauf hätte. Wie kann das Augenlid es halten? Wirklich, man merkt auch hier, sie hat ein bisschen ein Problem, dass die Augen irgendwie wieder, dass sie aufbleiben. Das ist ja wirklich übel viel. Oder? Es sieht so groß aus. Oder Adelina, kannst du meine kleine... Also jeder, wie er damit klarkommt, ne? Aber ich glaube, bei mir, ich würde immer nur die Augen zu haben, so, weil... Ich denke dann so, weißt du was, eh scheißegal, ob ich jetzt was sehe, komm, ich penne jetzt einfach erstmal. Schulden bezahlen oder so. Gewöhnt man sich, okay. Leute, ich hab voll die witzige Idee. Ja, so eine witzige Idee, die kann auch nur von mir kommen. So riesig. Jetzt kommt's, die ist bestimmt voll lustig. Leute, ich werde mir jetzt jemand rauspicken aus meinen DMs, der wirklich meine Hilfe braucht. So, und da werde ich mein Paper hier reinmachen und dann werde ich euch auch zeigen, wenn wir das Geld zusammen haben. Also zum Beispiel, ihr habt ein Problem und wir als Community, ist egal, Leute, 1 Cent. Ja, nee, ihr könnt auch 1 Cent schicken. Wir versuchen dann zusammen als Community dieser Person das zu ermöglichen. Wenig später hat sie dann in ihrer Insta-Story einen Spendenlink geteilt und wisst ihr, was ich so ein bisschen cringe finde? Also, du tust so, als wärst du die... Wenn nur 1300 Leute 1 Euro schicken, hat sie ihre Schulden weg. Mit Beweis, dass ich ihr das Geld auch wirklich dann schicke. Haha. Die größte Ehrenfrau, aber wolltest du eigentlich nur Insta-Followers ergaunern. Also, weißt du, ich meine? Und der Spendenlink wurde dann halt für eine Zuschauerin geteilt, die halt 1300 Euro Schulden hatte. Da müsst ihr euch vorstellen, da ihre Zuschauerschaft nur aus Kindern besteht, die leider kein PayPal haben, kam dementsprechend auch nicht so viel zusammen. Das sagt sie zumindest. Und weil nicht so viel zusammenkam, hat sie irgendwie sowas gesagt wie, ja, Freunde, ich werde die 30 Euro, die kamen auf 50 Euro aufroten und an die Erdbebenopfer in der Türkei schicken. Sie hat auch so getan, als wäre diese andere Zuschauerin damit einverstanden, aber die meinte, ey, ich habe ihr gar nicht gesagt, dass es okay wäre, so ist ich meine. Und jetzt kommen wir zum Peinlichen an der ganzen Sache. Irgendwie gab es wohl keinen Beweis, dass sie irgendwie das wirklich gespendet hat und erst als eine TikTokerin Druck gemacht hat, wurde auf einmal ein Fuffi gespendet und ich denke mir so, Digga, wolltest du jetzt wirklich 30 Euro behalten oder war da viel mehr im Spiel und du wolltest es behalten? Warum? Einfach 30 Euro abgerippt. Einfach 30 Euro. Das ist eine Gaunerei, ist das. Warum bist du nicht transparent zu deinen Zuschauern und zeigst vielleicht mal so, was an diesem Tag da rumkam? Weil wie komisch ist es bitte, dass eine TikTokerin sowas startet und dann plötzlich sagt, ja, da kann ich so viel rum, ich bin das einfach und das ist auch für die anderen Zuschauer okay, was sogar nicht okay war. Entweder hattest du diese 30 Euro sehr nötig oder du hast selber Schulden und wolltest sie bezahlen. Kommen wir aber nun zum dritten und letzten Kapitel und jetzt wird's ernst, meine Freunde. Dass Adelina für jeden Spammel Werbung macht, wenn sie dafür genug bekommt, habe ich schon in anderen Videos kritisiert. Aber das, was sie nun bewirbt, geht viel zu weit. Ich bin allerdings Partner von Lottoland und ich habe ein richtig krasses Angebot für euch. Diese Story geht nur an meine über 18-jährigen Follower. Ich bin auch erst vor kurzer Zeit 18 geworden und habe mich mal mit einem Thema beschäftigt. Und zwar mit dem Spiel 6 aus 49 von Lotto. Gerade steht der Jackpot bei 29 Millionen, deswegen dachte ich mir, ich greife einmal an. Schön erstmal Lottoland bewerben, die unter diesen schwarzen Lotterien gelistet sind. Ja moin, man kennt es. Und vielleicht werde ich morgen... Das hat ja auch schon Ron Bilecki gemacht. Vielleicht werde ich morgen Millionär, wer weiß. Ich dachte einfach mal für mich, ich probiere es aus. Und kurzes Disclaimer, ihr könnt sogar über den Link nur 1 Euro setzen und kriegt dann 12 Tipps. Und zwar wird immer mittwochs und samstags ausgelost. Und ich habe heute mitgemacht. Wir sehen uns, Leute, und ich halte euch auf dem Laufenden. Vielleicht werde ich Millionär, wer weiß. Ey, ist das dein Ernst? Du weißt, deine Zuschauerschaft besteht fast nur aus Kindern und du machst vor diesen Kindern Lotto-Werbung. Kevin, grüß dich, Neusel. Vielen Dank für den Sub. Vielen lieben Dank. Denkst du, dass es irgendwas besser macht, wenn du sagst, ja, aber ab 18 und hier erwische ich ab 18? Das macht es kein Stück besser. Selbst wenn deine ganzen Zuschauer so alt wären wie dein Ex-Freund, du machst hier gerade für Glücksspiel-Werbung. Glücksspiel, woran Menschen kaputt gehen, woran Familien kaputt gehen. Erst vorgestern kam die Nachricht, dass sich irgendjemand das Leben genommen hat wegen Glücksspiel. Und dafür ist, dass er glücksspielsüchtig war. Er war sportwettensüchtig. Flobby war sportwettensüchtig und hat sich deswegen das Leben genommen. Wisst ihr, wenn ich sowas sehe, verfluche ich den Tag, seitdem es TikTok gibt. Weil TikTok hat geldgeile Menschen ohne Verantwortung groß gemacht. Wie undankbar bist du gegenüber den Menschen, die dich groß gemacht haben? Dankst du denen damit, dass du sie in ihr Verderben bringst? Du bist dir mehr als dessen bewusst, was du damit machst, aber weil du Geld riechst, machst du es trotzdem. Ich wünsche mir den Tag, an dem TikTok gelöscht wird, damit nicht mehr solche Menschen erfolgreich werden. Es ist nicht mal TikTok. Das kann egal welche Plattform sein, irgendeine Plattform. Stell dir vor, TikTok wird gelöscht, dann gibt's die nächste Plattform, die genau das gleiche macht wie TikTok. Du siehst doch jetzt schon, wie sich YouTube anpasst an TikTok.
mit diesen kurzen Videos und so, dass die nächsten Volldeppen dort groß werden und ebenfalls mit so, das ist teilweise echt kein Content, das ist wirklich einfach Müll. Ich sag auch nicht, dass YouTube so der übel qualitativ krasse Shit ist, aber es ist kein Vergleich zu TikTok einfach. Ne, aber ja, TikTok, der bringt wirklich Menschen raus, wo du dir so denkst, was haben die für, wo sind Werte? Also, wo kann man hier irgendwas noch als Wert bezeichnen? Es macht mich richtig traurig. Danke für das Video, war ein gutes Video. Ja. Ich hoffe mal, dass diese Frau das sieht und ich hoffe mal, dass sie das auflöst. Mit dem Gewinnspiel, dass sie das auflöst, mit den Spenden, dass es nochmal klargestellt wird. Wäre zumindest wünschenswert. Ja.